Jo, liebe Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu meinem Singleplayer. Juhu. Ja, ein paar Bekanntmachungen hätte ich da. Zum einen ist hier das Eisen durchgelaufen. Hahaha. Nein, das war jetzt keine wirkliche Bekanntmachung. Nein, da wollte ich es reinschmeißen. Ich habe ja die Thematik gehabt, was ich jetzt hier mit dem Twilight Forest machen soll und in Verbindung mit Mistcraft. Jetzt möchte ich aber erst einmal ganz kurz in den Keller mein Jetpack aufladen. Ups, zack. Da rein. Nein. Mist, ich vergesse das immer. Da kam ja der Tipp, ich sollte hier wegen Dimension 7 und so mal gucken hier, ne? Das würde dann sich eventuell überschneiden. Dieser Lösungsvorschlag, der da eingegeben worden ist, war eigentlich nur dafür da, dass dieser Wald hier, ich habe es gerade erst gesagt, wie er heißt, Twilight Forest, genau, dass der in der Dimension 7 liegt. Und wenn jetzt auch Mistcraft die Dimension 7 aufbaut, dass es da natürlich zu Komplikationen kommt. Ist aber eigentlich nicht mehr gegeben, weil die Ordnerstruktur hier in der 147 mittlerweile anders ist, als das, wie es im Video gesagt worden ist. Das war, glaube ich, dann ein etwas älteres Problem. So, da oben soll der Knochen hin. Das ist also nicht das Problem. Das Problem, was halt besteht, ist, dass halt, hier dieser Twilight Forest sich hier in Mistcraft in den generierten Büchern mit reinhaut. Ist natürlich schon wieder Nacht. So, deswegen habe ich mich hier nochmal umgeguckt. Im Kreativmodus bin ich einfach mal ein bisschen durch die Gegend geflogen und ich habe tatsächlich eine Bibliothek gefunden und wie ihr seht, habe ich sie mal markiert und die ist 800 Meter weit weg. Das war jetzt eine Bibliothek. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr einfach nicht sehe, weil hier so viele große Bäume sind. Alternativ könnte man natürlich versuchen, nochmal das ein oder andere Buch zu kreieren, wo vielleicht ein bisschen weniger Wald ist, dass man auch ein paar mehr Bibliotheken findet. Ansonsten müssen wir halt damit leben und müssen uns hier irgendwie durchschlagen. Das ist jetzt so der Stand der Dinge, den ich erstmal aufrechterhalten werde. Das heißt, ich werde jetzt erstmal nicht den einen Mod rausschmeißen oder den anderen. Twilight Forest würde ich mir ganz gerne, wie gesagt, behalten, dass wir da irgendwann mal einen Ausflug hinmachen, wenn wir hier uns so halbwegs groß versorgt haben, dass wir da wirklich mal so ein paar Folgen einfach mal da ein bisschen rumstöbern und gucken, was es da so Feines gibt. Ein paar Sachen werden wir ja schon sehen, wie die Bäumchen und die Glühwürmchen, die da dran hängen, weil sie halt hier in die Mistcraft-Welten mit reinspawnen. Aber naja, gut. Es gibt da ja noch viel mehr zu entdecken. Lebewesen etc., ne, Gnome und was weiß ich was und böse Dungeons und Quatsch mich tot. Da werden wir also irgendwann mal unseren Spaß mit haben. Ja, und du guckst mir zu, ich weiß. So. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal mit anderen Sachen beschäftigen und ganz normal durcharbeiten. Ich reise dann jetzt erstmal zurück. Vielleicht machen wir uns bei Gelegenheit nochmal ein anderes Buch oder... Ja, dieses Buch würde ich ganz gerne mal benutzen, wenn wir soweit sind, dass wir ein Quarry haben oder andere großflächige Abbaumethoden, dass wir das da mal aufstellen, weil da haben wir natürlich dann die Möglichkeit, sehr viel rauszuholen, weil halt keine Höhlen oder sonstiges im Weg ist, keine unterirdischen Wasserquellen, Lavaquellen gibt es da nicht. Also von daher hat man da natürlich die größte Chance, mit einem Quarry Ausbeute zu schlagen. Aber bis wir ein Quarry haben, ist es noch ein weiter Weg. So, gilt zu fragen, was wir in der Zwischenzeit machen. Was ist jetzt unser Plan? Und da habe ich mir jetzt mal wieder im Vorfeld keinen Plan gemacht. Das ist ja mal wieder typisch Protoss. Aber damit könnt ihr leben, das kennt ihr ja schon. Das ist ja nichts Neues für euch und ja, wisst ihr halt. So, dann muss ich mal kurz überlegen. Ich möchte mal eben gucken, was unsere Baumfarm hier oben macht. Die wird ja mit Sicherheit schon ordentlich was abgeworfen haben. Plop, 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 wie man hier sieht. Sieht das doch schick aus. Ist jetzt schön quadratisch hier alles. Quadratisch praktisch gut. Und auch guck mal, was wir hier haben. Können wir mal ein bisschen Holz mit runternehmen. Und vor allem Rubber. Dann können wir einen Teil brennen, einen Teil können wir zu Fackeln benutzen.
Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Werden wir bald viel zu viel von haben. Wir können jetzt hier aus Holz bauen, was wir wollen. Meine Güte. So. Gut, dann schmeißen wir hier mal ein bisschen Holz in die Sägemühle. Dass die auch mal was zu tun hat. Hier, da darfst du mal. Und hier, der Extraktor, können wir den mal reinhauen. Nee, das ging nicht. Mist. Okay, dann auch egal. So, ich bin auch dafür, ich überlege gerade, das nicht einfach in das System reinzuschmeißen, sondern, nee, da machen wir ein Fass am besten. Das war, glaube ich, brauchen wir ein paar Slabs für. Wenn ich mich nicht täusche, müssen hier oben Slabs rein. Und der Rest war Vollholz. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit dem Rubberwood geht. Geht natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Machen wir mal hier so zwei Barrels. Zwei sollten lang. Und ja, schmeißen wir uns mal hier so ein Barrel hin. Da eins. Und dann machen wir da eins. So. Können wir hier zum Beispiel den ganzen Rubber reinschmeißen. So. Ja, alles drin. Sehr gut. Und hier, ja, hier schmeißen wir mal das ganze Holz rein. Weil davon werden wir jetzt erstmal genug kriegen. Und hier passen halt 64 Stacks rein, damit haben wir dann. Und er ist da fleißig am Sägen. Guck mal, hier haben wir auch noch. Kann man auch nochmal dazu hauen. Kriegen wir hier Sawdust. Und vor allem Sticky Risen. Ist also sehr vorteilhaft. Gut. Dann haben wir das schon mal. So, dann haben wir Eisen. Eisen wollten wir eigentlich haben. Für was brauchten wir so viel Eisen? Irgendwas hatte ich doch vor. Ihr wisst es bestimmt noch und ich habe es wieder vergessen. Was wollten wir mit so viel Eisen? Hat das hiermit irgendwas zu tun? Nee, ich glaube nicht. Ach, Mensch. Ich habe es schon wieder vergessen. Wir können ja rein Neugier halber, können wir ja mal gucken, was wir für so ein Quarry brauchen. Dass wir uns da mal drauf hinsparen. Quarry, da haben wir einen. Wir brauchen Eisengears, Goldgears, Goldgears, Eisengears. Das ist ja nicht das Problem. Ein Advanced Circuit sollten wir auch noch hinkriegen. Diamantgears, okay, das sind schon mal 8 Diamanten, die wir brauchen. Und für diesen Diamond Drill brauchen wir dann nochmal 3. Das sind also 11 Diamanten, die wir brauchen werden. Und die Titaniumplatten müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Ach Gott, das wird. Gerade hier dieser blöde Drill, der wird halt noch richtig nervig. Der wird noch richtig nervig. Okay, da wir ja ein bisschen Holz haben, nehmen wir ruhig das hier. Da ist jetzt blöd, dass ich das so gemacht habe. Aber was soll's? Wir haben's ja. Also wenn wir so viel hätten wie Holz, dann. So. Machen wir mal 10 Gears. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel wir jetzt unbedingt brauchen. So, dann brauche ich mal ein bisschen Cobblestone. Wo habe ich den hingeschmissen? Ich glaube vorne. Ah, da haben wir ja ein bisschen was. Ach ja, wir waren ja farmen. So. Zwei Holzgears lassen wir mal. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen. So, dann brauchen wir 3 Eisengears. 1, 2, 3. Ups. 2, 3. 3, 3. Ne, wir brauchen mehr, weil wir Goldgears noch draus machen müssen. Und Diamantgears auch. Na, egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, 6. Mehr langt's nicht. Ich brauche noch was Eisen. So. Machen wir 8. So. Dann brauchen wir 2 Goldgears. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch Gold habe. Ich habe kein Gold mehr. Habe ich hier noch Gold? Nur 2. Das ist ja wahnsinnig viel. Ach Mensch. Immer habe ich von allem zu wenig. Das ist ja. Tja. Das werden auch nur 4.
Mist. Es wird genau. Ach, da haben wir noch Eisen. So, Ach, da sind auch noch Diamanten drin. Da haben wir noch zwei. Hier haben wir noch drei. Aha, okay. So. Aber mindestens schon mal ein Goldgier. Ja, das wird's nicht werden hier. Mist. Na gut, leg ich mal hier rein. Wir brauchen also drei Eisengears. 1, 2, 3. Das Goldgear. Leg ich mal hier rein, dass wir das wissen, dass es dafür ist. Und dann müssen wir ja hier noch zwei Diamantgears dann draus machen. Das heißt, ich brauche eh noch mehr Gold. Naja, gut. Habe ich in den Säcken noch was? Nee, noch ein paar Cobblestone. Tatsächlich kein Gold mehr. Ach Mensch. Gold, Gold, Gold. Konnte man das nicht irgendwie herstellen? Ich guck mal eben. Was? Gold. Aha. Das ist ein Lapisblock. Tomb of Archerist. Aha. Ein Goldingot. Schau an. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Ist klar. Was ist das denn? Clean Gold Chunks. Ah ja, okay. Mhm. Crystalline Gold. Boah, was wir alles haben hier. Dirty Gold Gravel. Pulverized Gold. Reduced Gold Chunks. Meine Güte. Was wir nicht alles haben. So, aber kann man nicht irgendwie... Slug Furnace. Powered Furnace. Induktionsschmelter. Ja, wäre natürlich sinnvoll, den zu benutzen, ne? Haben wir den nicht sogar? Obwohl, nee, das spart ja nur das vorher Masserieren. Rich Slack haben wir nicht. Goldene Apfel, na super. Na gut, haben wir so nicht. Kann man jetzt also nicht aus irgendwas zusammenmischen. Doch, warte. Mir fällt ja ein, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Wir brauchen ja dieses Titanium hier für den Quarry, ne? Hier für diesen Drill hier. So. Und Titanium kriegen wir ja jetzt nicht so unbedingt einfach. Aber wir haben ja, wenn ich mich nicht täusche, ja, wir haben ja hier Mindschem drauf und dadurch geht das natürlich. Wir sollten uns vielleicht erstmal ein Mikroskop basteln. Das wäre, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Dafür brauchen wir eine Mikroskoplinse. Wir brauchen eine Konvexlens. Glas. Das heißt, wir brauchen erstmal viel Glas. Jetzt weiß ich es wieder. Das wollte ich machen. Ich wollte Mindschem aufbauen. Ich weiß es doch. So, wo haben wir denn jetzt Glas hier? Wenn ich jetzt gerade das So, irgendwo muss ich doch Glas haben. Hier habe ich nur 8 Scheiben. Da habe ich 30 Glas. Da habe ich nochmal ein Glas. Also, wir brauchen 2 von diesen Linsen. So, dann brauchen wir, glaube ich, die andersrum Linse hier. Diese Konkav-Linse. Die wird so hergestellt. Okay. Mit einem H. So. Zack, zack. Und schon haben wir dieses Mikroskop-Ding. Dann brauchen wir eine Glasscheibe. Die hatten wir hier. Und wir brauchen Eisen. Haben wir hier. So, dann war hier Eisen. Und da war eine Scheibe. Und wir haben ein Mikroskop. Schau an. So. Das ist das Erste, was wir brauchen. Dann brauchen wir natürlich Strom dafür. Da wir hier schon eine Stromleitung liegen haben, würde ich sagen, bauen wir unser Mindschem-Labor hier noch irgendwo hin. Wo bauen wir das denn hin? Das ist natürlich jetzt blöd.
Das ist jetzt... Muss ich erstmal ein bisschen spitz hacken hier. Dass wir Platz für uns Meinchen im Labor kriegen. Müssen wir gucken. So, warte mal. Wie machen wir das denn? Ja, noch ein bisschen Kupfer. So, warte mal. Hier geht's eigentlich bis da. Der Gang. Da ist der Gang. Der Gang geht eigentlich bis hier. Habe ich da zu viel abgehauen? Egal. Kämpfen wir uns erstmal durch hier. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin. So, dann... wie bauen wir denn hier weiter? Ich würde jetzt hier nicht auch noch gießen wollen. Womit bauen wir denn? Mit Kabel sieht ja auch blöd aus. Bauen wir mit Clean Stone? Komm, bauen wir mit Clean Stone. Ich jag einfach mal ein bisschen Stone hier rein. So. Dann mache ich mal hier den Gang hier länger. So. Gut, wo bauen wir dann das Meinchen-Labor hin? Ja, schon hier in die Richtung rein, ne? Hier würde ich, glaube ich, gerne Doppelwand lassen. Das heißt, ich würde dann in diese Richtung aushöhlen. Hier reinsetzen. Ach ja, ich wurde auch gefragt wegen Texture Pack für diesen Dino-Mod hier. Da habe ich kein richtiges Texture Pack. Wenn ihr mal guckt, ich kann was immer zeigen hier. Mods, wie heißt das denn noch gleich? Wie heißt der Mod nochmal? Secret Rooms? Nee. Mist. Oh, ich bin total schlimm, ne? Hier, Fossil, genau. Wie ihr seht, ich habe... Hallo? Mod, Fossil... So, wie ihr seht, ich habe hier eigentlich gar kein Texture Pack. Ich habe mir lediglich... hier eine Textur angepasst von den Blöcken, die man halt sieht, beziehungsweise ein oder zwei. Das heißt, ich habe hier einmal den Steinblock gemacht, den normalen Fossilblock. Den habe ich mir selber texturiert. Dann habe ich, glaube ich, hier die Platten eigentlich nur gemacht. Ihr seht, das ist alles noch Vanilla-Textur hier. Hier diese Knochen waren ja eh texturiert. Und dann habe ich hier mir noch diese gebrochenen Platten, die man ständig findet hier, die habe ich mir noch texturiert. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Also ich habe da kein eigenes Texture Pack oder es gibt da kein Texture Pack oder habe ich zumindest noch nicht gefunden. Ich habe mir da einfach nur das, was halt immer in der Welt so rumfliegt, dass das nicht so extrem auffällt, habe ich halt mir zwei Texturen gemacht. Wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann in meinem späteren Leben mal Lust, auch mal... Texturen anzulegen, wobei sich das, glaube ich, gar nicht wirklich lohnt. Weil ich spiele ja immer noch auf der 147 und das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ich würde dann vielleicht später direkt auf die 1.6 umsteigen. Und dann auch nur dann, wenn es halbwegs vernünftig abläuft und funktioniert. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ich jetzt hier in Kürze eine neue Welt anfange. Ich bleibe einfach bei dem, was ich hier habe. Es gibt ja genug zu zeigen, auch wenn es nicht mehr up-to-date ist. Aber ich habe ja so viele Mods drauf, da wird uns so schnell nicht langweilig werden. Da bin ich mir sicher. Und von daher kriegen wir das dann schon irgendwie hin. So...